Hallo Pilzefreunde, willkommen zu einem neuen Pilze-Sammelvideo. Und zwar bin ich mal, würde ich sagen, auf Erkundungstour, aber ich habe eine Stelle mit dem Wald, wo wir sehr mit ergiebenen Hexenröllen vorkommen sind. Dann gehen wir noch zum anderen Wald, der noch mehr Vorkommen hat. Aber zuerst gehen wir zu diesem Wald. Statt hier, ja, ist der eigentliche Wald, aber da findet meistens nichts. Aber ja, begleitet mich auf diese coolen Pilzetour und vielleicht wird das in zwei Teilen eingeteilt wieder. Von diesem Wald und vom anderen Wald. Mal schauen, wie viel Rohmaterial dazu zusammenkommt. Heutiges, also ich kann ungefähr mit meinem Speicherplatz 3 Stunden Rohmaterial mal anhäufen. Aber ja, genug geredet. Abonniert noch den Kanal, wäre noch sehr mehr freuen und noch ein Like geben. Ja, ich gebe mir sehr Mühe mit den Videos. Aber ja, wir starten jetzt mit dem Pilzvideo. Ja, letztes Mal, wo ich hier Pilze sammeln gegangen bin, also als Erkundungstour, hatte ich mal hier Haibuchenrauchfuß gefunden. Aber es könnte sein, dass es ein bisschen Bodenfrost gab. Das sind ja die keine Pilze. Aber hier alles voller Pilze, aber es ist schon 1,5 Monate her. Aber wir gehen zu der eigentlichen Stelle. Und zwar hier. Und zwar, ja, das ist nicht mehr ein Weg, sondern so ein Nebelkappen. Und ich schon gedacht, Nebelkappen sind immer in Gruppen. Also fast immer. Und hier haben wir noch eine Pilzeart. Die sieht wieder ein Risspilz aus. Wir entnehmen den. Es hat einen Ring. Okay, das könnte ein Kabul-Champignon sein. Ich muss jetzt den Geruchstest überprüfen. Ja, riecht richtig nach Kabul. Dass man nicht mit einem Wiesenchampignon verwechselt. Schauen wir mal die Knolle an, also die Stielbasis. Was ist das Pilz? Sackmesser. Schweizer Sackmesser. Ja. Habe schon gerade schon gelbe Verfärbung gesehen. Ich hole jetzt das Messer her. So, ja. Eigentlich wäre es nach Anis riechen ein Champignon, aber wenn man jetzt hier schneidet, verfärbt sich gelb. Also hier sieht man das sehr gut. Das ist ein Kabul-Champignon. Ja, jetzt verfärbt es immer mehr gelb. Ja, ich habe gedacht, das ist ein Risspilz, aber von dieser aufgerissenen Sache, von dem Trockenschaden. Aber wie er gelb verfärbt, das ist der Kabul-Champignon. Der kann man vom Geruch unterscheiden und von der Verfärbung von der Stielbasis. Das ist gelb verfärbt. Aber der Geruch ist nicht angenehm pilzig, sondern so Kabul-artig. Gut, darum kommt auch der Name. Denke ich mal. Aber ein schöner Fund, dass er keine Wiesenchampignons verwechselt. Ich finde den Kabul-Champignon sehr selten. Also, ja, finde ihn jetzt nicht so häufig. Aber, ja. Was haben wir denn hier? Ja, typisch. Hier zwei alte Rotfußröllen, die ich gerade gesehen. Hier sind jetzt die Hallimasch. Ja, typisch. Okay, hier sind noch mehr Rotfußröllen, die schon ein bisschen alt sind. Die sind überall voller Pilze, das ist ja cool. Artenvielfalt ist bei einem Pilz auf extrem wichtig, sonst ist es ein bisschen langweilig. Aber ja. Vor den letzten 2 Monaten ist es von wenig Pilzen. Die sind alte Täublinge, aber für den Geschmacksprobe sind sie einfach zu alt. Einen verwesten Pilz in den Mund zu nehmen, ist jetzt nicht so lecker. Würde ich mal sagen. Aber ja. Alles volle Pilz. So viel Pilz habe ich erwartet, weil ich schon einen Monat nicht mehr gegangen bin. Bei dieser Stelle natürlich. Ja.
Ich habe auch hinschaue über Halima schon gestürzt Bäume. Ja, ein bisschen, ja, bisschen zu untertrieben, sondern ja. Ja, doch wuchs, aber kein Problem. Krassen bei den Nebelkammen, aber ja. Aber Halimasch. Oh Gott. Ich kann jetzt eine Pilzart vorstellen. Jetzt sind wir jetzt nicht dazu gekommen, aber jetzt. Der ist extrem getan, weil er braun ist. Ist auch ein Milchling. Hier haben wir den rostbraunen Milchling. Ah, schön ein, zwei Pärchen. Ein bisschen selten, aber mal schauen, ob er milcht. Junge Exemplar milchen sehr gut. Ja, die Milch. Das ist rostbraune Milch und hat sehr scharfe Milch. Ja, sogar so ungefähr so scharf wie ein Täubling, ein scharfer Täubling. Also kommt nicht zu viel dran. Aber sehr scharfe Milch. Aber dann ist er ungenießbar. Und hier stehen noch ein paar von denen Arten. Der Pilz von der ist jetzt fast an der Stelle angekommen. Ist jetzt wieder gefunden. Ja, mal schauen, ob wir Hexenrallen finden, weil ich mag Hexenrallen, sie sind ganz sehr guten Geschmack und beim Trocknen haben sie einen unglaublich starken Pilzegeruch. Ansagen stinken. Aber ja. Wir haben noch ein paar Flaschenstäublinge. Ja, wäre essbar, aber ich nehme den nicht mit, aber wenn er ihn sammelt. Immer junge Knackige wie diese und wenn sie ihnen rein reich sind, kann man sie versparen. Ich sehe jetzt gerade etwas. Ah, ja, typisch. Das ist ein Röhrlingsverwandter. Der Pilz ist ein Röhrlingsverwandter, das ist der Karler Krempling. Das ist ein Giftpilz, wie sieht man. Wenn man ganz junge Exemplare nimmt, ist es so wie eingekreppelt, darum der Name Krempling. Der ist sehr giftig, aber die Vergiftungserscheinungen können ein paar Tage oder sogar Jahre dauern. Also darum sammelt er nicht mehr. Also ja. Aber schon krass, dass ich finde, dass Pilze, wenn man sie isst, erst die ja, Vergiftungserscheinungen, also zum Beispiel Organzersetzungen und so, nach ein paar Tagen. Ne, aber sehr im Übelkeit. Komisch, dass hier keine Birkenpilze wachsen. Aber. So kleine Mini-Pilze. Also, vor allem, warum sind ja keine Pilze, weil immer so kleine Mini-Tannen sind. Aber das mit Reizger. Aber es ist kein Reizger, sondern Rostbraun, wie ich. Ja. Auf einmal wachsen hier Reizger. Genau, sehr logisch. Ah, die sind alle. Komplett. Hammer im Frischen. Bitte ist der. Oh, der kann gut sein. Ja, yes, ein Reizger. Ich freue mich über einen Reizger. Ich muss so verzweifelt sein, dass man sich ein Reizger freut. Aber gleich. Der kommt mit. Der kommt einfach mit. Oh, endlich. Ein. Grübchen. Sieht genauso aus, wie ich blute, aber ja, das ist noch die Milch vom Reizger. Bisschen unlogisch, wie die Pilze wachsen. Es sind überall Fichten und kleine Mini-Tannen und es wachsen keine Reizger. Ein Reizger.
Okay, ist noch mein Fahrticket für den Bus, aber das ist schon deep. Aber ich wollte ihn nicht kaputt machen. Gar nicht. Ist auf die Autobahn. Quetsch mir jetzt hier durch, wenn es hier nichts ist, dann rein jetzt. Oh mein Gott. Mein ganzer Hals ist voller Tannennadeln. Oh, lol. Das hat es ja gelohnt. Diese Mini freie Stelle. Oh. Ja. Alter. Mein Hals ist überall Tannennadeln. Ja, cool. Das ist ein Champignon, komm. Ich gehe jetzt. Ich filme jetzt hier schon 10 Minuten. Bitte! Oh, nein. Oh. Drin Champignon, ja! Was? Ein bisschen den Lamellen ein bisschen streichen. Sind Anis-Champignons, ja, endlich. Bei Verletzungen. Da überall wird, wie, keine Ahnung, gesprengt oder so. Oder. Aber. Ja, so leicht Anis und hier sind noch welche. Ich hab's gewusst, sind Champignons. So eine ganze Gruppe voll. Ja, ich nehme mir knackige Exemplare gerne. Ich nehme mehr nach Anis. Ja, könnte sein, dass ein bisschen meine Nase ein bisschen verschnallert ist, aber ist ein Dornenzweig. Noch ein. Das hat sich gelohnt, ja. Anis-Champignons. Kann ein bisschen madig sein, aber da habe ich nur die Not genommen. Ich muss schon das Ganze mit Zähl. Oha. Das mit Zähl jetzt nicht beschädigen. Hier guck, mit Zähl schon verschiedene. Oh, das ist. Ja, hier mit Zähl. Bam. Immerhin. Ja, ist ein schief knolliger Anis. Egal, also Champignon. Na, ja, Champion, immer Champions, keine Ahnung. Aber ihr habt den guten Riecher gehabt, endlich. Solch eine Gruppe Champions habe ich noch finde ich sehr selten. Aber ja. Yes. Fanny Champion mache ich das gerne. So. Pilzekörbel. Ja. Ja. Kann sich noch sehen lassen. Noch ein Hexen-99, na gut, dann ist. Da habe ich Ruhe. Von Dornen! Habe ich gar nicht. Egal, wenn ich keinen Content für Pilz bestimmt habe, habe ich jetzt den Pilz gefunden. Und zwar eine Aminant Körnchen-Schirmling. Ja, er ist ungenießbar. Ja, endlich! Eine Marone! Endlich! Noch! Yes! Endlich! Ich
habe gerade wollte sagen, das war, bitte, war, ist das ein Marone, aber hier neben steht eine Marone. Ja, der ist jetzt wieder emotional. Oh Gott, endlich. Oh nein, das meinte ich. Hm. Schneiden wir an, wie schnell das ist. Wir operieren schnell den. Digga, nach 10 Jahren meine Rune. Ach Scheiße, ist das schlimm. Oh Mann, warum? Ah ja, okay. Ja. Rip Marone, voll vermadet. Okay. Ja. Aber ich, oh ja, ist das noch mehr Maronen. Ja, oh mein Gott. Das sind jetzt die. Oh, das ist eine marone Stille. Eine marone Stille. Oh, wie schön. Oh, wo einer ist, sind mehrere. Bitte immerhin. Peter, sind die nicht vermadet, dann ist gut. Hat sich schon gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt, sehr hier zu gehen, wenn man den richtigen Riecher hat. Ja, zwei Marönchen. Okay, der eine. Nicht so. Ist das ein violetter Rötel Ritalin? Yes! Yes! Artenfrei. Ja, dann endlich. Violette Rüttel, da liegen immerhin eins. Ja, hier sind beerdigte Großfußreilinge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Prachtmarone. Oh. Ah. Ah. Bisschen Trockenschaden. Bitte, Digga. Jetzt noch ein Pilz, ey. Die letzte Stelle. Ja, ja. Okay. Hat es wieder gelohnt, um selbst aufzusteigen? Aufzustehen? Dann um 8. Um 8, ja. Bitte! Warte. Warte ein bisschen. So. So. Ja, die ist so schön. Danke. Ah. Mega. Okay. Es ist etwas brauchbar. Ja, es ist eine große, kräftige Marone. Ja. Ach, endlich noch eine. Oh Gott, meine Kamera. Hab's gegeben, weil da viel Hexen an den Finger. Nach war es. Ja, der erste Hexenröhrling für diese Stelle. Oh. Yes. Oh, yes. No. Oh, endlich. Emotionaler Moment, das ist der erste Hexenröhrling für diese Stelle. Gefühl ist er abgestorben. Aber ja. Endlich! Voll Kostensteg, aber...
Endlich. Ah, so. Ja. Jetzt kommen wir zu der Massenstelle. Nichts gesagt. Das ist massig. Dann sagen sie überall Täublinge. Oh, wenn es sogar sind, sogar Frauentäublinge. Ich nehme ein bisschen größeren, zum Beispiel wie den Dude hier. Ja. Und von denen hat ordentlich viel. Ordentlich viel. Frauentäubling. Oder, ja. Und hier sind Reizger mit der weißen Schicht. Also viele schreckt das ab, aber es schmeckt genau gleich. Ich habe noch nicht probiert, aber ja. Wir können jetzt mal den Täubling dafür probieren. Mit Schimmel, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Nee, das. Ja, so. Let's go. Scharf. Okay, sind scharf. Okay. Oha. Sheesh. Okay. Das sind leider keine Frauentäubling, sondern scharf. Leider keine Frauentäubling, die sind einfach nur scharf. Du bist Deutsch. Mirko Krieger, der Meme. Aha, hier haben wir mal so einen Zaun, Holzzaun-Dingsbums. Holzzaun-Dingsbums, ah, was könnte das sein? Ja, ein Dingsbums. Die Schnecken waren fleißig. Ja, ein Pfefferröhrling, wir haben einen Pfefferröhrling, wir haben einen Pfefferröhrling. Ja, yes. Ein Gewürzpilz. Ach krass, endlich. Sandpilzindikator. Der Pilz hat mich komplett geflasht, weil ja,